Das nehme ich lieber mit. Kein Platz mehr. Du willst mit mir reden? Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Das heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sie schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg. Und unsere Verluste extrem. Die Göttin schütze dich.
Neugierde ist für Träume, nicht für Krieger. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt.
Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. Ist nicht greifbar. Ich werde es mir merken. Die Verderbnis nicht aufhalten. Garantiert nicht. Damit die Verteidigung... Kriegsherrin Sona, du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora noch einem Angriff des Metallteufels trotzen wollen, muss unsere Abwehr stark sein. Doch das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Du kannst trotzdem fragen, Kriegsherrin. Also gut. Wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft. Und Ariolinsen sind vielseitig nutzbar. Ich habe jetzt Kühlsaft. Gut. Unser Eis und Feuer wird die Maschinen abwehren. Fehlt uns nur noch eine Lanzenhornlinse. Das ist ein Jagdgrund westlich von hier. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Ornsturm im Süden. Wenn du so nett wärst. Die Sache endet hier. Gekämpft haben wie ein Sägezahn.